unabgeprüften Mord fehlt mir Grundlage zu sagen. Und FBI spielt da ja vielleicht auch eine Rolle. Nein, das FBI spielt auch keine Rolle. Und der Polizistenmord an der Beamtin Michelle Kiesewetter, die Bundesanwaltschaft sagt, dass sie ermordet worden ist als Symbol für den Staat. Ich glaube das nicht. Wie bitte? Sie ist ermordet worden, sagt die Bundesanwaltschaft, stellvertretend als Symbol für den Staat. Und ich glaube das nicht, dass das der Fall ist. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, was der Fall ist, und deswegen rede ich auch wenig über diesen Fall, weil ich das für sehr, sehr, sehr mysteriös halte. Und ich habe so ein, zwei Überlegungen, aber ich möchte die jetzt nicht öffentlich äußern, weil ich dafür keine harten Belege habe. Ja, ich will es versuchen, ganz kurz zu fassen. Sie haben ja erschütternd beschrieben, wie traumatisiert die Familien der Opfer gewesen sind und sehr wohl geht von richtigen Menschen klar, dass die seelischen Wunden kaum in Jahrzehnten geheilt werden können. Aber es gibt natürlich versucht, jetzt in Thüringen, also wenigstens eine Entschädigungsform zur Verfügung zu stellen. In Bayern ist das abgelehnt worden. Wie sehen Sie die Chancen ein, dass das vielleicht auf Bundesebene dass auf dem Weg irgendwas gemacht wird, dass die nicht eben ganz auf sich allein gestellt sind. Also ich finde das sehr, sehr anständig von den Thüringern, dass die diesen Opferfonds eingerichtet haben. Da geht es weniger um das Ausmaß des Fonds als um das politische Anerkenntnis der Mitverantwortung. Ja, und ich hätte mir gewünscht, dass das die anderen Bundesländer auch machen, auch der Bund vielleicht, aber ich sehe es nicht. Was ich gemacht habe, ist für drei der Opferfamilien eine Staatshaftungsklage einzureichen. Also ich habe den Bund und zwei Bundesländer verklagt auf Schadensersatz. Und da geht es nicht darum, dass wir 3,50 Euro bekommen, sondern es geht darum, dass wir dann eine zivilrechtliche Behandlung des Themas haben, wo es genau um diese Themen geht. Welche Fehler hat der Staat begangen? Ja, welche Mitverantwortung ist dort? Und nicht um ein Verfahren, wo sozusagen diese Themen auf die Seite geschoben werden. Wir werden diese Staatshaftungsklagen im Instanzenzug in Deutschland verlieren, ja, bis zum Bundesgerichtshof, und wir machen uns da keine Illusionen, aber wenn der nationale Rechtsweg ausgeschöpft ist, gehen wir zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ich weiß, dass solange diese Verfahren laufen, die Aktendeckel nicht zugemacht werden können, und das ist, glaube ich, auch schon ein ganz, ganz wichtiges Resultat. Ich glaube, dass wir mehrgleisig fahren müssen. Es gibt zahlreiche Initiativen, wie NSU Watch, APABIS, die an diesem Thema dran sind. Es gibt Medien, die immer wieder neue Aspekte durchleuchten. Es gibt Wissenschaftler, Studierende, genauso wie Doktoranden, Habilitanten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und es gibt eben diesen juristischen Weg, den wir eingeschlagen haben. Und ich glaube, dass das alles gemeinsam zusammen erfolgt und erfolgen muss. Und dass der Staat sich vielleicht an dieser Stelle zu früh freut, wenn er meint, dass uns die Luft ausgeht. Wir werden da nicht aufgeben. Wie geht man damit um, dass die Akten erst unsere Urenkel zu lesen bekommen? Weil meine Kinder, wenn ich hätte, dann nicht 120 Jahre alt. Also am Ersteren, wie geht man damit um, dass hier in Hessen Akten gesperrt werden? Wissen Sie, es gibt so viele offene Punkte, wo wir unsere Energie kanalisieren müssen. Ich habe nicht die Kapazitäten, jetzt mir Klagemöglichkeiten zu überlegen, wie kann ich mit diesem speziellen hessischen Thema umgehen. Ja? Ich glaube, die Lösung für das ist eine politische Lösung, genauso wie die Entscheidung, diese Akten zu sperren, eine politische Entscheidung war und keine juristische. Ja? Ich glaube, das sind die Hessen gefordert, und ich würde mir wünschen, dass man vielleicht Herrn Al-Wazir bei jeder Veranstaltung mal danach fragt, wie er das mittragen kann. Ja, ich wollte fragen, wie Ihre Beurteilung zur offiziellen Version des Mordfalls von den zwei Uwes umzugehen ist. Das ist ja auch einfach, also wo die offizielle Version ja auch einfach nur aberwitzig ist, wie das abgelaufen sein soll. Nee, das wissen Sie, es gibt so viele offene Fragen, ja, wo man berechtigt nachhaken kann. Bei dem Doppelselbstmord oder dem Tod der beiden Uwes habe ich keine so großen offenen Fragen, ehrlich gesagt. Ich habe die Akten gelesen, ich habe mir die Aktenfotos angeschaut. Wir haben einen Pathologen gehabt, der einen Bericht vorgelegt. Wir haben ein 50-seitiges waffentechnisches Gutachten
Diese Sachen habe ich gelesen und den Zeugen zugehört. Ich bin nach Meckenheim gefahren. In Meckenheim ist der Campingwagen asserviert in so einem Art Hangar. Man zieht sich dann diese Schutzkleidung an und dann haben wir den Wohnwagen angeschaut. Habe das Innere des Wohnwagens verglichen mit den Fotos aus der Akte. Da gab es eine kurze Schießerei mit Einschusslöchern in der Decke und dann ein Brand, der da ausbrach, der dann gelöscht worden ist. Ich weiß, dass ein Schriftsteller ein Buch geschrieben hat, das so halb Fiktion, halb Realität ist und dann so Sachen geschrieben hat, wie das kann alles nicht so gewesen sein, weil da war nicht genug Gehirnmasse an der Wand und so. All das ist widerlegt. Ja, wir hatten ja den Pathologen, der hat das Gehirn gewogen und hat gesagt, das ist ein bisschen weniger als normal, aber nicht, weil es Nazis sind, sondern ein Teil war noch an der Wand. Als ich das, den Wagen mir angeschaut habe, das waren schon 2 Jahre danach, da waren immer noch Hirnpartikel an der Wand. Am Boden lag, hat ja Böhnert gelegen, dessen Teile seiner Jogginghose und mit Hautresten klebte noch auf dem Boden, weil das Feuer das Plastikverdeckung geöffnet, zum Schmelzen gebracht, das tropft auf seinen, auf dem Bein. Ich habe mir das Dach angeschaut und wir haben dann Faden, ich hatte einen Mitarbeiter dabei, einen Faden runtergespannt zu dem, zur Stelle, wo mundlos gelegen haben soll. Ich bin kein Waffenexperte. Ja. Es kann natürlich, das waffentechnische Gutachten des BKA kann ein totaler Schrott sein. Ich habe aber nicht die Möglichkeit, ein Gegengutachten anfertigen zu lassen. Es gibt 3 Punkte, die an dem Tod von Mundus Böhnert seltsam sind. Es wird immer gesagt, als Aspekt gegen dieses Szenario, wie sie gestorben sind, dass die hochbewaffnet waren und sich dann ergeben haben gegenüber 2 Streifenpolizisten. Das ist aber kein Argument, das überzeugt. Denn denen war klar, in dem Moment, wo die Polizei sie angehalten hatte, dass das Kennzeichen im Umlauf war. Die wussten, man würde die festnehmen. In der Folge hat Mundlos Böhnert erschossen und sie hatten sich selber. Ob Böhnert das wollte, ob er sich nicht getraut hat, weiß ich nicht. Aber die seltsamen Sachen sind nicht sozusagen die Tatmotivation. Ja, die hatten immer wieder gesagt, dass sie Suizid begehen würden, bevor sie ins Gefängnis gehen. Sondern was seltsam war, sind 3 Punkte. Erstens, Böhnert wurde erschossen mit einer Schusswaffe, Mundlos hat sich in den Mund geschossen mit einer Pumpgun. Ja, und entsprechend sah er dann auch aus. Ja, die Fotos sind nicht wirklich schön. Dieses Pumpgun funktioniert als Repetiergewehr. Das funktioniert so, man legt einen Lauf in den Lauf, eine Patrone, repetiert, dann läuft die Matrone in den Schacht oben und dann drückt man ab, Kugel geht raus und was im Lauf überbleibt, ist die Hülse. Wenn man nochmal schießen will, muss man repetieren, dann springt die Hülse raus und dann legt man die nächste Kugel rein. So, Mundlos hat sich umgebracht mit dem ersten Schuss. Er kann unmöglich gelebt haben nach diesem Schuss. Unmöglich, weil der Kopf war deformiert. Aber trotzdem war keine Hülse im Lauf. Es muss repetiert worden sein. Da sagt das waffentechnische Gutachten des Bundeskriminalamts, die Hitzeeinwirkung durch das Feuer könnte zum Repetieren ausgelöst haben. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber ich habe erstmal an der Stelle keinen Grund, das großartig zu zweifeln. Ich habe an einer anderen Stelle Probleme. Erstens wurden da Kinderklamotten und DNA gefunden in dem Wagen, im Wohnwagen. Wir wissen nicht, wessen Kinder, wessen DNA, wessen Spielzeug. Und vor allem, man fand im Wagen eine große Menge Bargeld. Und das Bargeld stammte aus früheren Überfällen. Und ich weiß nicht, warum jemand zu einem Raubüberfall Bankgeld mitnimmt. Und das ist eine offene Frage für mich. Aber nach all dem, was man so auch aus der Innenkommunikation von den beiden wusste, Mundlos Böhnert und so weiter, ist das Szenario, dass erst Mundlos ihn erschossen hat und dann sich selber, nicht abwegig. Böhnert hat immer wieder gesagt, er würde nie wieder ins Gefängnis gehen. Er saß ja einige Monate. Nach Lage der Dinge wurde Böhnert im Gefängnis vergewaltigt und hatte aus naheliegenden, nachvollziehbaren Gründen den festen Willen, nicht nochmal einzufahren. Frau Tschepa hatte auch gesagt, dass vereinbart war, dass wenn den beiden was passiert, dass sie sich umbringen und sie sich selber auch,
dass sie die Bekennervideos einschmeißt und dass sie sich dann doch nicht getraut habe. Und nochmal, das ist nur meine Einschätzung. Also das, was Ihre Einschätzung angeht, es kann sein, dass in 5 Jahren sich herausstellt, dass das, was Sie gesagt haben, vollkommen richtig ist. Ich persönlich habe erstmal dafür keine greifbaren Anhaltspunkte, außer den offenen Fragen, die ich an der anderen Stelle habe. Ja. Überhaupt ist es so, all das, was ich Ihnen heute erzählt habe, ja, das ist so meine Einschätzung nach bestem Wissen und Gewissen. Ich sage nicht, dass es genau so war, wie ich das sehe. Ja. Aber es ist das, wo ich mit gutem Wissen, mit gutem Gewissen nach 7 Jahren der Mandatierung, über 7 Jahren jetzt feststellen kann. Also ich bin im November 2011 mandatiert worden, über 7 Jahre. Und ja. Was sagen Sie denn dazu, dass dieser Tatort einfach nicht gesichert wurde, sondern dieser Campingwagen abgeschleppt wurde? Ich weiß jetzt nicht, wie sowas normalerweise abläuft, aber das muss das Leben gekannt sein. Also jedes Mal, wenn man denkt, also ich, buchstäblich in jeder einzelnen Akte, die ich auf den Tisch komme und wo es um das polizeiliche Verhalten geht, finden Sie Böcke, die da geschossen werden. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt einen bunten Strauß an Gründen, warum die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und häufig war da noch nicht mal böser Wille, sondern einfach eine unglaubliche Inkompetenz und Ignoranz am Spiel. Ja. Und Polizeibeamte sagen immer, Entschuldigung, das wäre dann die letzte Frage, ja, weil ich meinen Zug in 12 Minuten erreichen muss. Polizeibeamte sagen immer, da wo die Feuerwehr war, können sie so jede Spurenermittlung vergessen, weil die haben das schon alles mit Schaum und bla bla. Fanden Sie unter Theorie, dass gewisse Zeugen auf dubiose Art und Weise umgekommen sind? Und haben Sie einen anderen Beruf gezeigt, weil Ihnen so viele Hindernisse widerfahren sind durch den Schaffenhaus? Das Letztere, ich habe selten an meinem Beruf gezweifelt, aber häufig an meinem Verstand, auf regelmäßiger Basis, weil ich vieles nicht mehr nachvollziehen konnte, mit dem mysteriösen Morden. Also es ist so, wir haben über 900 Zeuginnen und Zeugen gehört, in einem Komplex, der sich über jetzt 7 Jahre erstreckte. Es gibt eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit, dass im Laufe der Zeit Menschen sterben. So. Die Tatsache, dass Menschen, die eben nicht groß an Verschwörungstheorien glauben, ernsthaft diese Fragen stellen. Ja. Das ist Resultat einer Vertuschungs- und Schredderpolitik der Verfassungsschutzbehörden, wo ganz normale Menschen wie Sie und ich mittlerweile den Leuten, den Behörden häufig schon alles unterstellen. Wissen Sie, von den 4, 5, 6 toten Zeugen, ja, waren nur 2 wirklich seltsam in dem Sinne. Es war einmal der V-Mann Corelli, der mit einer unerkannten Diabetes plötzlich tot umgefallen ist, und der Zeuge Florian H., der Selbstmord begangen haben soll in seinem eigenen PKW, wo er sich angezündet hat. Das ist jetzt eine ziemlich bizarre Art und Weise, sich umzubringen, meine ich. Ja. Ich habe keine Anhaltspunkte, wirklich fest zu glauben, dass sie umgebracht worden sind, sozusagen im staatlichen Auftrag. Aber ich kann jeden verstehen, der solche Fragen stellt. Das ist das Resultat, wenn man vertuscht und verheimlicht und sabotiert, statt an der Aufklärung mitzuwirken. Und dieses zerstörte Vertrauen wieder aufzubauen, das wird lange Zeit dauern. Und das kann man nicht den Menschen vorwerfen, sondern den verantwortlichen Figuren in den Behörden.